Hi Leute und willkommen zurück. Sorry wegen der letzten Folge, da ist scheinbar beim Audio einiges schief gelaufen, weil ich einen neuen Filter probiert habe und irgendwie kam der nicht so gut an, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir machen weiter und schauen, was mit Aether los ist. Nein, Steven. Kein dreckiger Kräutersammler entscheidet über das Schicksal meines Mannes. War dein Medizinabschluss dafür, um magische Heilmittel bei Quacksalbern zu suchen? Hör zu. Wir haben keine Medizin. Kräuter sind unsere einzige Chance. Mein Mann hat jahrelang für dich gekämpft. Du musst Medizin für ihn beschaffen. Nicht irgendwelche Kräuter, die ihn vergiften könnten. Kommt, gehen wir, Kinder. Wie geht's ihm? Aether ist stark. Aber er braucht Medizin. Und die haben wir leider nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten mit unseren Mitteln. Nach dem Chemieangriff wurden einige Pflanzen zu Heilpflanzen. Sie funktionieren wie Antibiotika. Aber dennoch, die Leute hier halten nicht besonders viel von Heilern. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. Die Volksheiler geben zuverlässigen Rat, aber er lässt sich nur schwer richtig befolgen. Wenn man etwas vergisst, das falsche Kraut sammelt oder die falsche Dosierung verwendet, da verabreicht man Gift anstelle von Medizin. Ist schon oft genug passiert. Denn wenn jemand einen der Schritte des Rezepts vermasselt, könnte ihn das töten. Genau. Aber es reicht, den Anweisungen der Heilerin genau zuzuhören und sie zu befolgen. Die Kräuterkundige, die ich kenne, ist talentiert. Sie ist Aethers einzige Hoffnung. Was hat seine Frau dann für ein Problem? Aberglaube stirbt nur langsam aus. Margaret hat überall vielen Leuten geholfen. Manche wollen es nur einfach nicht zugeben. Ja, da helfen auf jeden Fall. Ich denke, ich kann helfen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Was in Old Villador passierte, ist schrecklich. Wir haben so viele Leute verloren. Soweit ich weiß, ist Aether unser einziger Zeuge. Wenn er also stirbt, finden wir nicht heraus, was dort passiert ist. Ganz genau. Wo kann ich diese Heilerin finden? Auf Colwood Island. Keine Sorge, du kannst Margaret vertrauen. Das heißt, wir gehen in die Homöopathie. Naja, lebt noch. Der wird sich jetzt nicht verwandeln in der kurzen Zeit. Aber das machen wir als erstes, die Quest. Die Main Quest nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Alles mit Aether machen wir auf jeden Fall als erstes. Aiden, stehen Sie da nicht nur rum. Kommen Sie her. Okay, ich gehe wieder weg. Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay, aber über Funk sagten sie, dass sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Vertrauen wir ihm? Ja, ich denke schon, wir gehen den Peacekeeper-Weg, da können wir dem schon vertrauen. Ich suche meine Schwester. Was ist mit ihr passiert? Vor langer Zeit hat Walt sie verletzt. Er nahm sie mir weg. Und ich will, dass er mir sagt, wo sie ist. Ob sie noch immer irgendwo am Leben ist, oder... Deshalb suche ich nach der GRE-Kommandozentrale, um dort auf den Servern auf Walts Datenbank zuzugreifen. Also haben wir einen gemeinsamen Feind. Der da wäre? Walts. Das ist die rechte Hand des Schlechters. Er pumpt seine Männer voll mit Hemmstoffen. Wir können sie beide schnappen. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte. Wer sonst?
Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Harran bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Propaganda. Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Hört sich doch gut an. Ich werde meinen Teil beitragen, aber welche Garantie habe ich, dass Sie mir danach helfen? Vertrauen Sie mir etwa nicht, Aiden? Ich bin noch nicht so lange hier, aber ich merke schon, dass Versprechen in dieser Stadt selten gehalten werden. Wenn wir keinen der GRE-Wissenschaftler finden, verspreche ich Ihnen, Waltz für Sie zu schnappen. Sie arbeiten mit Lawan. Das lässt mich vermuten, dass Sie auch nach ihm suchen. Ja. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Das ist immer ein bisschen krank. Alles in Ordnung, Sir? Mayer wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay. Ja, jetzt sind wir sogar schon Freunde. Aiden, was wollen Sie, mein Sohn? Bin ich dein Sohn? Diese Abtrünnigen scheinen ja überall zu sein. Nicht mehr lange. Sobald wir den Transmitter auf dem VNC-Turm platziert haben, wird sich der Schlechter zurückziehen müssen. Ich bin nicht sicher, ob das so einfach sein wird, Jack. Einfach? Ich habe gehört, Sie leisten herausragende Arbeit, um die Stadt von Ratten zu befreien. Glauben Sie, Sie suchen möglicherweise etwas im Stadtzentrum? Sie kommen immer wieder, aber nicht wie ein organisierter Angriff. Natürlich ist es nicht organisiert. Sie werden von einem Wahnsinnigen angeführt. Wenn Williams wirklich verrückt ist, warum hat er die Stadt dann nicht einfach mit dem giftigen Wasser geflutet, statt immer wieder Überfälle zu starten? Verrückt ist der, der Verrücktes tut, Aiden. Obwohl er es sehr einfach tun könnte, ist die Zerstörung der Stadt nicht sein Ziel. Zumindest nicht auf einen Streich. Indem er blutrünstige Abtrünnige entsendet, schafft der Schlechter einfach nur Chaos um das Chaos willen. So sind die guten Menschen in der Stadt vor Angst gelähmt, während er dort oben mit seinen scheißweißen Handschuhen thront und klassischer Musik lauscht. Das klingt für mich ziemlich abgefuckt. Aber mit unserer Aufklärungskampagne können wir seinen Terror aushebeln. Deshalb ist es so wichtig, den Transmitter zum Laufen zu kriegen, damit die Leute erkennen, wer der wahre Feind ist. Dann können wir uns angemessen verteidigen. Hört sich gut an. Nichts. Na dann. Okay, blablabla. Er mag also klassische Musik zum Schlachten. Ich gehe davon aus, er schlachtet einiges als Schlechter. So, aber wir machen zuerst die Aitor-Quest. Würde ich jetzt spontan sagen. Entschuldigung, jetzt habe ich auf einmal Schluck auf. Aber es ist eigentlich traurig, dass die Bögen nicht so gut sind. Ist zwar einzigartig, aber vom Schaden her, naja. Bisschen fragwürdig. Es ist richtig blöd. Die Dinger machen halt kaum Schaden. Ich hätte gerne mal wieder ein Artefakt oder so. Ach ja, die Quest wollten wir wechseln. Aitor! Na, ich denke, den retten wir. Hoffe ich jedenfalls nicht, dass sie den vergiftet. Nun? Halte Wache! Ich sag dir mal was. Sag über Mick, was du willst. Aber
Wet Floor. Ja. Nicht an Zombies sterben, sondern weil man sich das Genick bricht, weil man irgendwo ausrutscht. Ich hoffe, dass Aether überlebt. Er ist einer unserer engagiertesten Männer. Was Besseres? Ach, ich kann mir doch gar nichts leisten. Was mache ich denn? Oder ich könnte mir ein paar Upgrades kaufen. Gibt's nee. Irgendwo. Muss nicht sein. Lohnt sich einfach nicht. Oh, U-Bahn-Station, die sogar kontrolliert wird, oder? Das heißt, ich könnte theoretisch von hier schnell reisen. Ja. Cool. Ich denke auch mal, wir werden jetzt in der nächsten Folge mal zurück ins andere Gebiet gehen. Und da ein paar U-Bahn-Stationen machen oder so. Könnte cool werden. Ja, da draußen ist wieder ein Quest. Den holen wir uns noch. Ortringfunkturm. Okay. Nee, es reicht. Wir haben schon genug gescannt. Gehen wir da hoch, holen uns den Quest. Was machen denn die Abtrünnigen hier? Ihr seid ganz schön weit weg von zu Hause. Oh. Nicht, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich hab den nur aus Versehen getroffen. Jetzt bin ich PK-Feind. Oh Gott, lasst mich bitte weg. Das geht ja gar nicht. Oh shit, 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 shit. Oh Mann. Ich würde gerne mal wissen, ob es hier... Oh, das ist cool. Was auch immer das gerade für ein Move war. Das war jetzt ein bisschen blöde, was ich hier gemacht habe. Egal. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht wieder an, wenn ich da vorbeigehe das nächste Mal. War ja ein Versehen. Ich wollte nur helfen. Aber das war kein Weißer. Wie ist der denn hier gelandet? Was zum Fuck? Ich will euch nicht angreifen. Lass mich in Ruhe. Achso, es ist eine Parcours-Herausforderung. Dann holen wir das Windrad. Hoffentlich resettet es wieder. Nicht, dass ich jetzt PK-Feind bin oder so. Nur weil ich den einen hier umgebracht habe. Na, Zombie-Boys. Jetzt müssen wir irgendwie aufs Dach hoch. Okay, das hat es die. Oh nein! Na, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich bin echt schlecht in sowas. Unfassbar. Na, ja, gehe ich halt einen kleinen Umweg. Ich gehe halt außen rum. Ich hab gedacht, ich könnte ein bisschen abkürzen. Wer wird denn hier schon wieder getötet? Geht ja gar nicht. Oh nein. Moment mal. Muss ich ja machen. Ah, okay, der bewegt sich jetzt nicht mehr. Okay. Das heißt, ich bewege den jetzt auf eine bestimmte Höhe und dann kann ich mich rüberschwingen. Hoffe ich jedenfalls. Weiß es nicht. So ungefähr. Das ist wieder, jetzt ist er wieder zu weit oben, oder? Ja, könnte reichen. Nein, reicht nicht. Muss ich wieder ein bisschen Stücke. Ein Stückchen weiter hoch. Ah, das wollte ich eigentlich so nicht machen. Bin bei sowas richtig, richtig schlecht. Wow, was war das? Was zum... Hä? Das war jetzt ein bisschen weird. Warum ist der denn jetzt an der Seite vorbeigesprungen? Geht ja gar nicht. Hallo? Bin ein bisschen verwirrt.
Geht auf. So, was muss ich jetzt machen? Moment, was? Wenn er wieder hochfährt. Wenn ich hier runterfall, fange ich halt wieder von vorne an. Habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Wie hoch geht er? Und jetzt? Jetzt mal no shit, ich mag das hier nicht. Bewege ich jetzt das hintere Teil? So vielleicht? Ja. Weil das ist, glaube ich, eine Höhe, wo ich... Nee, das schaffe ich nicht, den Sprung. Das funktioniert so nicht. Okay. Das kann ich ja nicht mehr aktivieren, doch. Der muss höher. Oder auf der Höhe, wo ich den Sprung schaffe. So zum Beispiel. Easy. Eigentlich nicht, aber okay. Ich hasse sowas. Eines der wenigen Games, wo ich wirklich Höhenangst bekomme. So, wieder eine kleine PK-Festung. Habe ich ein Summen in meinen Ohren bemerkt? In deinem Alter? Aber was ist, wenn sich zu viel Strom in der Luft befindet? Was, Strom in der Luft? Wovon laberst du? Ich könnte mir ein paar UV-Leisten mitnehmen. Minen brauche ich nicht. Ein paar Teile auf jeden Fall. Kann man gut günstig mitnehmen. Alkohol für Molotovs? Ja. Passt. Weil jetzt gehen wir mal zu dieser Hexe. Was? Fürze einatmen? Was geht hier ab? Hab ich irgendwas verpasst? Was? Lebendig verbrennen? Wer? Das hört sich nicht zivilisiert an. Oh, ist schon verbrannt. Zu spät, oder? Ach nee, da unten. Die denn so viel Schaden? Ich glaube, der wird verbrennen. Yep. Helf mir mal, das geht ja gar nicht. Moment mal. Sind es die Dinger aus der Challenge? Oh. Oh. Das ist cool. Gar nicht gecheckt, dass die hier rumstehen. Du würdest deinen guten Peacekeeper abgeben, weißt du das? Weiß ich. Danke. Hey, sind Zombies dran, da gehe ich nicht rein. Jedenfalls nicht tagsüber. So. Jetzt gehen wir Richtung Aether Quest. Vielleicht werden wir ja ausnahmsweise mal nicht abgelenkt. Oh, was war das? Okay, das hat Stil. Kann ich das auch anmachen? Okay, das ist gut. Nein, bin ich nicht.
Ich glaube, das wüsste ich, wenn ich ein Abtrünniger bin. So. Schauen wir mal, wie schnell wir da hinkommen. Für Dinge. Da sind da wieder Abtrünnige. Ganz schön viele hier in der Gegend. Da ist auch schon wieder eine Dark Zone. Schatz. Diese Jump-Erhöhung ist schon ordentlich. Allein dadurch. So. Es ist ein Notfall. Ist da jemand? Wer ist da? Da ist ein Mann, der dringend einen Heiler braucht. Psst. Sie schläft. Wann wacht sie auf? Das ist ein Notfall. Margaret muss sich ausruhen. Sie verausgabt sich völlig wegen dieser verdammten Abtrünnigen. Okay, verstehe. Aber das hier ist wirklich ein Notfall. Bitte weck sie. Ein Menschenleben ist in Gefahr. Das hoffe ich auch. Wenn ich nämlich herausfinde, dass er nur einen Kater hat, ich werde sie wecken. Du musst aber trotzdem warten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer hat dir gesagt, wie du uns finden kannst? Die Peacekeeper. Dann bist du zur falschen Heilerin gekommen. Raus hier. Hat euer Haufen ihr nicht schon genug angetan? Haben wir Besuch, Gerard? Ich bin gleich da. Es ist ein Peacekeeper. Was spielt das für eine Rolle? Ist das Leben eines Peacekeepers etwa weniger wert? Hör mal zu, du arrogantes kleines Stück Scheiße. Für Leute wie dich sind Heilerinnen wie Margaret Hexen. Leute haben Angst vor Heilern, obwohl sie den Menschen helfen können. Und beim kleinsten Fehler wollt ihr Peacekeeper sie sofort aufknüpfen. Und da fragst du, ob das Leben eines Peacekeepers weniger wert ist? Für mich ja. Wertlos, soweit es mich betrifft. Das ist nicht sonderlich nett. Ich bin kein Peacekeeper. Ich versuche nur einem zu helfen. Das ist für mich dasselbe. Lass ihn rein, Gerard. Ich bin nur ein Bote. Ein Arzt schickt mich. Er ist Steven. Ärzte hassen Volksheiler heutzutage wie die Pest. Es würde seinem Ruf schaden, wenn er Volksmedizin einsetzen würde. Das hat es bereits. Er hat mich gegen den Wunsch der Familie des Verletzten hergeschickt. Und wer ist derjenige, der im Sterben liegt? Sein Name ist Aether, ein hochrangiger Offizier. Margaret, tu's nicht. Wenn irgendwas schief geht, macht man dich wieder verantwortlich. Aber wenn alles gut geht, ist das vielleicht eine Chance, um mehr Menschen helfen zu können. Was geht denn mit dir ab? Wieder dafür verantwortlich. Was meinst du damit? Der letzte Peacekeeper, der mich um Hilfe bat, gab mir die Schuld für seine eigene Unfähigkeit. Hat seinen verletzten Soldaten das falsche Kraut gegeben, entgegen meinen klaren Anweisungen. Sind dann einige gestorben. Und dann soll ich schuld gewesen sein. Ich lebe nur noch, weil Jack Matt sich dazu herabließ, Gnade walten zu lassen und beschloss, dass es ein tragischer Unfall war. Er hat mir mein Leben gelassen. Nahm mir aber das Augenlicht. Lasse. Das ist doch nett. Heißt das, dass du mir helfen wirst? Ich habe nicht die nötigen Kräuter hier, aber ich kann dir sagen, wo du sie findest. Du brauchst eine Blume, die wir Einsiedler nennen. Sie gedeiht in Erde, die von Giftabfall durchtränkt ist. Du wirst sie nur nachtsicher pflücken können, wenn ihre Blütenblätter leuchten. Aber es reicht nicht, sie einfach alle nur so zu pflücken. Nur die kleinen Blütenblätter haben eine heilende Wirkung. Hüte dich jedoch vor den großen. Sie enthalten ein tödliches Gift. Kannst du dir das merken? Kleine Blütenblätter heilen, die großen vergiften. Das kann ich mir merken. Ich schwöre dir, das werden wir bereuen. Ich weiß halt nicht, ob ich der dann vollends vertrauen kann, wenn die geblendet wurde. Ich brauche deine Hilfe. Na klar. Was geht's? Ich suche nach einem Kraut. Es wird der Einsiedler genannt. Ah, ja. Hab davon gehört. Ich glaube, diese komischen Blumen wachsen am Kanal, nördlich von der Old Saints Bridge. Dort würde ich mal nachsehen. Gute Idee.
Und ich würde bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Uff, danke. Ciao. Wie kann ich hier drin pennen? Oh, geht tatsächlich. Und jetzt sind sie einfach weg, oder was? Dann holen wir uns direkt unsere Blümchen. Ah, die sind ja gar nicht mal so weit weg. Kann ich einfach rüberspeeden. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass die sich an den Peacekeepern rächen will. Messer? Na kacke. Jagd gestartet, Jagd beenden. Jagd ist vorbei, wie komme ich denn da jetzt am blödesten an den Dingern vorbei? Haben wir noch stärkere Messer oder irgendwas? Ja. Weil diese fucking Heuler gehen da so dermaßen auf den Sack. Schnauze. Wie komme ich denn da jetzt am blödesten rüber? Weird. Dass es hier halt komplett von den Dingern belagert ist, ist halt absolut bescheuert. Das auf der anderen Seite ist wieder cool. Bisschen Platz gemacht. Oh, hallo. Ich wollte halt auch mal wieder ein paar verstellen, weil die Welt von den normalen hier nicht bekommen. Ah, jetzt habe ich dasselbe Problem. Brauche eine höhere Stelle. Nicht schreien. Bloß nicht schreien. Ah, du siehst ein bisschen schwammig aus. Was ist denn mit dir los? Trophäe? Der war einfach nur ein bisschen dick. Ah, nein! Ich wollte mich doch da hoch. Ah, Leute, ich würde sagen, wir suchen in der nächsten Folge die Blümchen. Also macht's gut, bis dann. Ciao.